Ich denke, Sie müssen sicherstellen, dass Sie fit für die Hinrichtung sind. Obwohl das natürlich absurd ist. Wenn man zum Beispiel bewusstlos ist, darf man nicht hingerichtet werden. Oder wenn Sie völlig irre geworden sind oder eine blutende Wunde nach einer Schießerei haben, werden Sie nicht auf die Liege geschnallt. Also zuerst behandeln und dann umbringen. Möglich. Das ist ganz schön verrückt.